So, da sind wir wieder, Michael Leroy und die geballte Macht der Schattenkräfte. Wir sind immer noch im Gardell-Gefängnis unterwegs und räumen hier ordentlich auf. Hier ist eine mörderische Revolte am Laufen. Und ja, ich versuche hier so ein bisschen einen Weg zum Echsenkönig zu finden. Ist allerdings gar nicht so einfach. Das Gefängnis ist ein halbes Labyrinth. Und ich muss jetzt erstmal wieder abchecken, wo wir überhaupt zuletzt rumgelaufen sind, dass ich nicht alle Wege doppelt und dreifach ablaufe. Naja, diese Wachmänner hier sind gefährlicher, als sie aussehen. Die stehen einfach auf wie Untote und lassen sich dann nur mit Schattenknarre endgültig erledigen. So, also hier im Eingangsbereich geht's schon mal nicht weiter. Jetzt gehe ich doch nochmal hier lang. Wir haben eine ganze Reihe Kartenschlösser geöffnet. Wir haben dafür eine Zugangskarte. Oh, jetzt hat sich der Ton geändert. Ah, nee, hier kommen wir her. Kommen wir her, genau. Wundspreizer. Das Schisma-Tor. Das Tor hier ist zu. Okay. Naja, erstmal wieder reinkommen. Tja, und jemand aus der Community, leider habe ich deinen Namen gerade nicht parat, hat gemeint, es gibt noch eine Knarre im Fokometer. Relativ gut versteckt. Da schaue ich auf jeden Fall später auch nochmal vorbei. Wenn wir hier durch sind, wenn wir den Echsenkönig besiegt haben. Wie heißt der Kerl eigentlich nochmal? Irgendwas mit Hannibal Lecter? Nee, natürlich nicht Hannibal Lecter. Sowas ähnliches. Gucken wir gleich mal nach. Erstmal den richtigen Weg finden. Was allerdings leichter gesagt ist als getan. Zwischendurch sehe ich hier leider nicht so gut. Mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein Weg, der weitergeführt hat, aber das sind wir ja alles schon abgelaufen. Hier gab es den Helikopter-Fight. Da oben war ein Kontrollturm. Da ist auch noch ein Weg. Da läuft sogar einer. Eigentlich sind die aber gar nicht so widerstandsfähig. Man muss nur warten, bis sie aufstehen. Und sie dann mit einem, maximal zwei gezielten Schüssen ins Jenseits befördern. Das sind eigentlich keine so schwierigen Gegner. Turnhalle, okay. Also so ein bisschen kriegt man den Weg ja gezeigt von den aufstehenden Wachleuten. Aber hier steht momentan nichts auf. Ich bin ja beim letzten Mal schon rumgelaufen. Das Problem ist, jedes Mal, wenn man so ein Kartenschloss bedient, geht zwar eine Tür auf, allerdings ist es nicht gut zu erkennen, wo man dann hin muss. Da hilft leider nur ausprobieren. Okay, hier geht's wieder raus. Das war, wie gesagt, dieser Seitenpfad am Maschinenraum vorbei. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie man den Raum sonst nennen soll, wo zwei aktive Turbinen laufen. Das war ja eigentlich nur ein Hausflur mit zwei Turbinen. Keine Ahnung, was das war. Heizaggregate oder... I am the Lizard King. Okay. Zweiter Helikopterfight. Beziehungsweise, nee, das war der erste Helikopterfight. Ah, hier geht's auch noch lang, okay. Nö, nicht wirklich.
Okay. Gehen wir doch mal hoch. Ach ne, hoch geht's nicht. Da ist ja Giechbert. Doch, komm da hoch. Aber hoch bringt uns auch nur zu dem Turmterminal. Aber vielleicht haben wir ja irgendwo einfach eine Tür nicht geöffnet. Nee. Das bringt nichts. Hier geht's runter. Okay. Hier sind wir wieder auf dem Hof. Da ist eine Sackgasse. Da gab es auch noch ein Kontrollterminal, genau. Ja, und da haben wir das Problem. Keine Ahnung, welche Tür das geöffnet hat. Wow. Okay. Immerhin. Ein Gegner. Ich habe ja den Eindruck, dass ich hier was übersehen hatte. Beim letzten Mal. Ah, okay. Die stehen auf. Dieses lila Licht, ne? Ein bisschen irritierend ist das schon. Weil hier auch keine Lampe ist, die das Licht auslöst. Ich dachte erst, vielleicht ist irgendwo eine Govi zu finden, aber ist leider auch nicht so. Ah, warte mal, hier oben. Bin ich hier schon gewesen? Ich glaube schon. Ja, ja, ja. Freizeitbereich. Ach was. Jetzt sind wir wieder hier. Ach, Leute. Das ist aber echt ein bisschen ätzend, oder? Okay. Ja, schwierig. Kann sein, dass das eine etwas verpeilte Wegsuchfolge ist. Weil ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Das ist ganz ehrlich. Ja. Sackgasse. Ist immer gut. Kleiner Waffenschrank ist leer. Ah, diese Tür, die hiermit geöffnet wurde, das habe ich damals auch nicht gecheckt, wo die gewesen ist. War das die Küche, die wir damit aufgemacht haben? Ich habe keine Ahnung. Könnte natürlich sein, dass es irgendwo durch die Decke geht. Warte mal, da? Nee. Das sah komisch aus gerade für mich. Doch noch mal hier oben schauen. Vielleicht kann man auch wieder irgendwo eine Kiste in ein Loch schieben oder so. Billardtisch zur Seite schieben. Oder einen Tischkicker. Nee, das lohnt sich alles nicht. Lohnt sich nicht und geht auch gar nicht. Nee. Okay. Gehen wir wieder zurück auf den Hof. Es hilft ja alles nichts. Wir müssen alles systematisch abklappern. Gut, was gibt's hier oben noch? Das sieht man ja jetzt schon auf Distanz. Hier gibt's gar nichts. Hui. Gut. Hängen geblieben. Nee. Gibt es auch nur einen Zugangspunkt zu diesem Hof, ne? Das ist gut zu wissen. Können wir uns den nämlich merken und den für immer und ewig vermeiden, dass wir hier nie wieder hinlaufen. Vielleicht irgendeine Wandmalerei, an der ich das erkennen kann. Ja, hier das komische Loch in der Wand. Da gehen wir nie wieder rein. Das lohnt sich nicht. Das ist falsch. Ich muss ja hier mal ein bisschen eingrenzen, dass wir hier nicht ständig in die gleichen Regionen latschen. Wizard King, wo ist er denn? So, ja, hier ist der zweite Hof. Da oben rein vielleicht. Probieren wir's. Ja,
Ja, das sieht aus wie eine Tür, die durch ein Schloss geöffnet wurde. Aber das kommt mir auch noch bekannt vor. Hier bin ich auch schon gewesen. Hier ist wieder Maschinenraum. Aber das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das war nicht gut. Das war sogar sehr gut. Ja, ihr habt ja gemeint, dass die Wachleute nicht zu besiegen waren, als man das Spiel auf dem N64 gespielt hat, in der deutschen Variante. Ich glaube, da hatten auch viele Gegner grünes Blut und so, ne? Die Wachleute waren unbesiegbar. Das stelle ich mir ziemlich ätzend vor, wenn ich ehrlich bin. So, wir sind in einem neuen Bereich angekommen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich kam von da. Es sind überall Türen, die zu sind. Hier drüben ist... Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Zu, okay. Hier haben wir schon Michael ausreden lassen. Ist da oben irgendwo ein Loch im Zaun? Nö. Doch, tatsächlich. Ja, ja, schlau. Ich meine, wenn da unten kein Zugang ist, muss es ja hier oben weitergehen. Bam! Oh, eingekesselt. Ja, das ist eine fiese Stelle. Vor allem, wenn die Feinde nicht zu sterben in der Lage sind. Gemein. Okay. Wir kommen näher, Leute. Wir kommen dem König näher. Hi. Ich mach das gleich, bevor ich es vergesse. Ne? Und zack! Na super. Das sieht nicht gut aus. Was ist das hier? Wow. Okay, abstoßend. Das sind die Stahlträger unter dem Gefängnis, oder? Aber warum sind die so verdreht? Okay. Ein Shortcut. Ach was. Hätte ich das die ganze Zeit aufschießen können? Nee, ging nicht. Das war dieses Gemälde, ne? Das ging von der anderen Seite nicht auf. Das haben wir nämlich extra probiert in der ersten Folge. In der Folge, wo wir hier angefangen haben. So, ich glaube, jetzt wird's ernst, Freunde. Hallo. Noch ein Shortcut. Na gut.
Ja, ist doch nicht schlecht. Je mehr Shortcuts, desto besser. Oh ne, kannst du dich da nicht mehr festhalten? Na gut, wir können durch das Loch mit dem Gemälde gehen. Das ist keine Geheimtür, okay. Sah kurz so aus, ne? Na gut. Gehen wir den ersten Shortcut. Ja. Gut, gut. Nette Idee mit dem Baton-Teleporter. Und zack. Gut, hier geht's weiter. Hier unten muss doch etwas sein. Das hoffen wir doch. Ich wünsche mir ein bisschen Violator-Munition. Okay. Der Aufzugsschacht war eben noch zu, ne? Naja, ich glaube, ich muss da runter. Und das andere Tor, was wir eben gesehen haben. Ah, das ist hier, okay. Okay, auch wieder nur ein Shortcut. Gut, wir müssen den Aufzugsschacht runterspringen. Würde ich sagen. Hui. Ja. Oh, das ist nicht gut. Die sind hart. Die halten ein bisschen mehr aus. Ja, ja. Ciao. Jetzt wird's witzig. Ich bin sicher, wir sind da. Zeit, den König vom Thron zu stürzen. Ganz schön großes Gefängnis, ne? Hier muss doch irgendwo etwas sein. Der zweite Shotgun? Das ist ja stark. Geil. Komm, wir machen mal mit beiden Shotties. Jetzt sieht er krass aus, ha? Huh? Oh yeah. Cool. Oh, oh. Huh? Boah. Zerfetzt Gegner einfach mal. Krass. Ja, aber ich habe viel zu wenig Munition für die Dinger, ne? Okay, ich nehme alles zurück. Ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob es Sinn macht, diese Waffen zu benutzen. Aber es macht ja voll Sinn. Wenn man nicht gerade auf Lebensenergie angewiesen ist, sind die Waffen ja eigentlich ganz gut. Außerdem ist es mal ein bisschen Abwechslung. Zum dauernden Schattenwaffen-Einheitsbrei, ne? Ja, ist doch gar nicht so schlecht. Okay. Hier waren wir aber noch nicht fertig. Da hinten sind noch Insassen.
Aber hier geht's nicht durch. Ich muss es öffnen. Genau. Ich finde auch diese Doppel-MP-Geschichte ziemlich geil. Da ging es nicht hoch, oder? Nee. Okay. Erst wenn sie ihre Köpfe verloren haben. Okay. Spratzel. Den haben wir schon. Ach, hier ist jetzt aufgegangen, oder? Was ist das denn hier mit den Köpfen? Hört mal auf, ey. Ach so. Verlier erstmal deinen Kopf, dann reden wir weiter. Danke. Jawohl. Sehr gut. Ach so, nee, das war gar keine Violator-Munition. Ja, einfach ein Secret freigeschaltet. Okay. Es sah aus wie Violator. War es aber nicht. Sehr bedauerlich. Na komm. Also die ballistischen Waffen machen das ganze Spiel auf jeden Fall deutlich blutrünstiger. Das ist gar nicht mal ohne hier. Okay. Dann weiter vorwärts. Es kann nicht mehr weit sein, sprach er und war noch stundenlang unterwegs. Oh. Okay. Ich finde es gut, dass die Waffen komplett zielsuchend sind. Selbst bei den Fässern. Okay, gehen wir direkt hier rein. Der wacht auf. Den lassen wir. Easy. Easy peasy. Hier ist ein Laser. Und irgendeine Tür hat sich geöffnet. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Okay. Sehr, sehr stark. Ich dachte eben erst, das wäre ein Ventilator. Der Kerzenleuchter hier. So ein Zimmerventilator, wisst ihr? So ein Standventilator, habe ich kurz gedacht. Okay, wo ist die Tür aufgegangen? Hier draußen, ne? Ich vergesse es jedes Mal.
dass die in der Animation noch nicht verwundbar sind. Platz. Spratzel. Ja, einfach die Knarren abwechselnd benutzen. Schnellfeuer, Shotgun, Schnellfeuer, Shotgun. So hat man eigentlich immer von allem genug Munition. Was hier wohl ist? Das gucken wir uns gleich an. Ich will noch mal ganz kurz in die andere Richtung laufen. Nicht, dass ich wieder irgendwas übersehen habe. Also hier in die Richtung bin ich vorhin gelaufen, ne? Ja. Ja, ich denke mal, das passt so alles. Und hier waren wir auch drin, okay. Jetzt gehen wir diesen Metallgang entlang. Das sieht ein bisschen aus wie ein zugebautes Gebäude. Da ist er. Da ist er. Es geht los, Leute. Der Echsenkönig. Danke ab. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Das heißt, kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, du kannst tatsächlich was für mich tun. Und das wäre bitte? Du kannst mir verdammt nochmal aus dem Weg gehen. Ach, das wird wohl leider nicht möglich sein. Hey, alles ist möglich, Doc. Von allen Menschen solltest doch ausgerechnet du das wissen. Oh, tut mir leid, habe ich gerade Menschen gesagt? Kleiner Fehler meinerseits. Du bist ja gar kein Mensch, habe ich recht? Habe ich nicht recht? Sie erwarten doch wohl keine Antwort auf diese Frage. Stimmt. Über dich weiß ich ohnehin schon Bescheid, Doc. Du hältst dich für unheimlich clever. Sieh dich nur an, selbstzufrieden wie du bist. Du Held deiner eigenen mitleiderregenden Machtfantasien. Und dabei bist du doch nichts als ein weinerliches kleines Baby, stimmt's? Ganz tief in dir drinnen, bibbernd vor Angst. Pisst dir in dein kleines, gerüschtes Höschen. Ach, hören Sie schon auf! Nur ein fiepsendes, kotzendes, nacktes Baby. Da ganz tief in dir drin. Passen Sie auf, dass Sie Ihre Metapher nicht durcheinander werfen. Also geh mir schon aus dem Weg, kleines Baby. Ein zweites Mal sage ich es nicht. Nein, ich gehe nicht aus dem Weg. Ganz bestimmt nicht. Wissen Sie, wer ich bin? Na, wissen Sie's? Mein kleines Baby bist du. Nennen Sie mich nicht so. Ich bin der Todesengel, der Echsenkönig. Sehen Sie nicht, was ich hier bewirkt habe? Sein Königreich habe ich hier auf Erden errichtet. Ich bin der Führer der Fünf. Sie sollten mich fürchten. Fürchten sollten Sie mich. Du tust mir so leid. Das war jetzt aber nicht sehr nett, oder? Denn ich werde sitzen zur Rechten des Herrn. Haben Sie das gewusst? Denn unser sind viele. War Ihnen das klar? Sie Wurm. Sie Stück Kot. Sie nichts. Und nun die Apokalypse. Das Ende aller Dinge. Ihre Voodoo-Schlampe hatte recht. Mein lieber Michael, das Ende naht. Und es kommt schneller, als Sie denken. Nein. Er ist schnell. Er ist echt schnell. Boah. Das war ein sehr lustiges Gespräch, ne? Das hat schon richtig was gehabt, finde ich. Ah, shit. Ich komme auch kaum von ihm weg. So, das war's, mein Freund. Mach's gut, kleines Baby. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Ach ja. Ja, war nicht so einfach. Er war schnell. Seelen gehören mir. Aber wir haben das Schwein platt gemacht.
ich liebe es, wie Michael ihn einfach mal am Anfang komplett zu Boden gedisst hat, ne? Das war schon echt stark. Okay, Hexenkönig vorbei, Leute. Ja, und sonst so. Erforschen wir noch ein bisschen den Knast, würde ich sagen. Wir müssen ja noch den Weg zum Maschinenblock finden. Das machen wir jetzt. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Ja, war auf jeden Fall ein kleines Highlight, das Gespräch zwischen den beiden. Das hat mir gut gefallen. Und ich glaube, Michael hatte ihn ein bisschen in seinem Stolz getroffen. Nicht nur ein bisschen, ich glaube sogar ziemlich doll. Das hat mir gut gefallen. Sie Stück Kot. Wahnsinn. Ach ja, super geil. Okay. Aber der war verflucht schnell. Meine Fresse. Hätte ich nicht gedacht. Dem ging es echt schwer auszuweichen. Okay. Da sind wir schon. Ich frage mich aber, was wir noch für eine Waffe finden können im Fogometer. Irgendwas, was wir noch gar nicht haben? Oder einfach nur Zusatzmunition für eine Waffe? Ich bin gespannt. Gehen wir bald hin. Am zweiten Rotor soll ich hochklettern, ne? Das machen wir gleich. Okay. Ansonsten fehlen noch 13 Seelen für Stufe 10. Okay, jetzt sind wir erstmal im Maschinenblock. Ungemütlich hier. Ich hab's. Okay. Wir müssten eigentlich auch alles haben, ne, aus dem Gardell-Gefängnis. Es gab ja nur einen Obermufti, Hakado, die zweite Shotgun, ja, okay, haben wir auch. Prisma und Akkumulator, wir haben eigentlich alles, ne? Müssen nicht nochmal ins Gardell-Gefängnis. Ausnahmsweise habe ich mal alles in einem Rutsch mitgenommen. So. Hier geht's noch nicht auf. Brauchen wir wahrscheinlich wieder so ein Knöpfchen hier. Und die Tür hier bleibt verschlossen. Schade. Okay. So, jetzt geht die zweite Tür auf. Ach, da hinten ist noch eine dritte Tür verschlossen. Wo ist denn der dritte Hebel dafür? Hab ich jetzt keinen gesehen. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo einen Zwischengang. Ja. Die Stück Kot. Ich hab's. Wir haben ja bald alle Maschinenblock Teile abgeschaltet, ne? Stark, oder? Ich komme immer weiter zum Ende des Spiels. Wow. Okay.
Das wird lustig. Nein, das war falsch. Hilft halt wirklich nur massiver Beschuss. Die dunklen Seelen gehören mir. Die dunklen Seelen gehören mir. Okay. Ja. Ja, es war schon eine kleine Übermacht hier mit den beiden Endform-Gegnern. Aber, ne, Echtform heißen sie. Aber, ja, dank dem Engpass da oben. Die sind selbst schuld, wenn sie einfach direkt da hochlatschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Boah. Nee, hat gut geklappt. Bisschen Schaden genommen, aber nichts, was wir nicht wieder in den Griff kriegen. Achso. Ah. Sah aus wie ein Fass. Okay. Zwei schöne Govi haben wir gekriegt. Fehlen noch 11. Für genau solche Encounter hier, wie die zwei Echtform-Heinis, ist die Violator wie geschaffen. Vor allem die doppelte. Es war eine gute Idee, die zweite zu holen. Mit nur einer wäre das nicht so einfach gewesen, glaube ich. Guck mal, wir können ja auch da hoch. Vielleicht gibt es da noch was Cooles. Boah, ich kann euch nicht versprechen, dass ich diese Stelle finde, wo ihr meintet, ne? Scheiße. Im Fogometer. Beim zweiten Rotor. Ich weiß ungefähr, also ich weiß natürlich, welche Rotoren gemeint sind. Ich weiß nur nicht, ob ich A, ob ich da schnell hinfinden werde und B, ob wir wirklich die Waffe finden. Alter, ich drück doch jedes Mal X. Was ist denn los hier? Ob ich die Waffe wirklich finden werde. Vielleicht finde ich den Punkt gar nicht, wo wir hochklettern müssen. Aber wir checken das aus. Ich hoffe, ich schaffe es noch in dieser Folge. Komm, spring! Okay. Jetzt kann man da rüber. Ja, das ist sogar der normale... Ja, der normale Weg. Perfekt. Wow. Ich hab's. Schön viel Violator-Munition aufgefüllt. Krass. Asson. Beste Multifunktionswaffe, für jede Situation geeignet. Und braucht auch nicht viel Munition. Ist präzise. Ich mag Asson. Tolle Waffe. Okay, drei Wege. Gehen erstmal da lang. Okay, das ist nur ein Rückweg, falls wir da runterfallen. Vielleicht gibt es da unten auch noch was Cooles. Ja, gibt es sogar wirklich. Okay. Gehe ich einmal hier rein. Es könnte eine Verbindung zu dem Weg sein, den wir weiter vorne gesehen haben. Ja, ist es? Okay. Bleibt es verschlossen. Ich frage mich wirklich, wieso manche
ja, sekundären Türen geöffnet werden können. Oh, noch eine Echtform. Ich will mal die Kalabasse gegen die Viecher ausprobieren. Das ist riskant. Möglich. Das war ja Spitzenklasse. Das war ja mega klasse. Ich wusste nicht, dass die Tür aufgeht, sobald ich da hochgehe. Ich habe einfach nur gehofft, dass die Explosion ihn trifft. Die dunklen Seelen gehören mir. Und das hat sie. Spitzenklasse. Liebe ich diese Bömmchen. Okay. Das war schon geil. Bin total begeistert von mir selbst gerade. Okay. Aha. Aha. Und hier gibt es auch noch einen Weg. Hier ist zu. Da ist ein Gegner dahinter. Volle Messerei, Lase. Wow. So. Noch Fragen? Genau das war so gewollt. Violette auspacken, einfach draufrotzen. So. Gut. Mehr ist hier auch nicht. Da hoch kann man nicht, muss man auch nicht. Okay. Ja, einfach ein kleiner Secret-Raum mit einem fiesen kleinen Hinterhalt, den ich exzellent ausgeschaltet habe. So, und dieser Hebel ist ein Taster. Man kann den mehrmals betätigen, dann geht die Wand auf. Habe ich gesehen. Wahrscheinlich einfach hinterher rennen, sobald man den aktiviert hat. Ups, da ist nichts mehr. Nee. Da oben sind noch ein paar Fässchen. Wie komme ich da dran? Da. Kleine Treppe gebaut. Okay. Alles klar. Dann Schalter betätigen. Nee, geht gar nicht mehr auf. Wir haben einfach nur diesen Schrank hier bekommen. Okay. Krass. Das ist auch mit Abstand der längste Weg bisher zu einem Maschinenblock, wenn ihr mich fragt. So. Kein Problem. Fieser Hinterhalt. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Die sind hier unten gewesen. Okay. Ja gut, aber Violator Doppel ist ja Easy Mode. Ja. Die dunklen Seelen gehören mir. Stark.
Da haben sie mich ehrlich gesagt eiskalt erwischt. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass das Vieh unten aktiviert wurde. Und plötzlich kommen da einfach die Schattengeschosse von dem angeflogen. Das war schon gut ab. Hat mir gut gefallen. So, dann machen wir hier noch auf. Ups, da dürften wir eigentlich alles haben. Jetzt gehe ich natürlich erst noch mal unten gucken, wo die Echtform herkam. Gut. Ein paar Kampfbelohnungen einsammeln. Weil, wer viel Munition verbraucht, muss sie natürlich auch auffüllen. Okay. Das dürfte jetzt aber gewesen sein. Eine Frage. Dieser Aufzug hat uns ja hierher gebracht. Beziehungsweise, naja, es ist ein Transporter. Kein Aufzug, eher ein Transporter. Aber was ist hier? Ah ja, wow. Okay. Das, ich glaube, für genau solche Gegnertypen ist diese Insane auch gedacht. Stark. Die kann man ja ruhig auch mal ein bisschen öfter benutzen. Kommt selten genug vor. Haben wir hiermit auch getan. So, stark. Ich spüre richtig, was wir für einen Fortschritt machen. So. Die dunklen Seelen gehören mir. So viele sind es gar nicht mehr. Na. Gut. Die dunklen Seelen gehören mir. Wie viel haben wir denn jetzt? 7 Stück noch? Ey Leute, wir haben das Spiel fast fertig. Das Spiel fast fertig. Naja, mal gucken. Wann kommt denn der Endkampf? Ist es dann am Ende vom Maschinenblock schon? Bestimmt, ne? Wir gehen lieber nochmal ins Fogometer dann, bevor wir das machen. Aber natürlich können wir den Maschinenblock zumindest schon mal komplett deaktivieren. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Aber krass, wie viele Govi es hier gibt. Allein in dem einen Teil. Der Hexenkönig, der, Echsenkönig hat ziemlich hochrangige Sachen bewacht. Insane gefällt mir echt gut. Ich benutze sie viel zu selten. Und schützt sich ja absolut krass gegen Gegnerbeschuss. Heftig. Habt ihr euch bestimmt auch schon öfter gedacht, dass ich die viel zu selten benutze, ne? So, hier ist nach wie vor zu. Hier ist auf. Ich höre schon, es geht zum Maschinenblock, ja. Okay. Die 6. Haben wir schon 6 Blöcke? Zwei, vier, fünf. Eins. Das ist 2. Das ist 4. Das ist 4. Und 5. Sauber. Haben wir jetzt alle? Es muss so sein, weil es ist saustill auf einmal. Bewegt sich keiner mehr. Wir haben es geschafft, Leute. Okay, das ist doch mal ein klasse Cliffhanger für das Ende dieser Folge.
lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bei der nächsten Folge Shadowman. Wir bewegen uns mit großen Schritten aufs Ende zu. Bis dann.